Hallo und herzlich willkommen zurück bei GTA Online mit der Crew Schubidu. Yeah, Bitches. Episch, episch, wie geil. Wir sind zurück hier auf jeden Fall bei dem kleinen Katastrophenspiel, wo man das Virus ist so roulette so ein bisschen GTA Online. Wenn man nicht auf den Server kommt, könnte man den Kopf in den Monitor aufspießen. Und man kann ja dazu sagen, wir sind schon seit 3-4 Stunden hier am Machen. Mindestens. Und das Problem ist einfach, man verliert dauernd den Connect, man kann nicht mit Kumpels spielen und so weiter und so fort. Es ist einfach eine Katastrophe. Da kriegst du irgendwann echt, da kriegst du Augenherpes, Geduldherpes, überhaupt alles Herpes kriegst du da. Ja. Ich habe auch schon überall nicht Herpes zum Glück, aber fast meine so virtuell. Frage, mein Charakter auf jeden Fall. Ich mache jetzt mal meine Laune ganz kurz, ja? Meine Frage, Jungs, wie viel haben wir jetzt im Heli drin? Ich bin jetzt, ich glaub, heute bin ich nämlich fünft hier. Fünft oder sechst, glaube ich, sind wir jetzt. Heute, ne? bin ich heute verärgert. Wer fliegt in den Düsenjet? Wer fliegt in den Düsenjet da oben? Ja, weil ich nicht auf den Server kam. Oh, wo sind Alter, hier fliegt ein Kampfschild. Alter, wie geil, ja. Ha, oh, 616, es ist der 616. Wie geil, du geile Sau, du. Unfassbar. Ja, und natürlich, man muss sagen, Leute, der Currywurst ist auch wieder am Start. Der Curry King ist Pilot heute. Oh, wir haben noch Curry King. Oh, Alter. 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 Du Wahnsinniger. Boah, das ist aber extrem geil, ne? Muss man schon sagen. Boah, das ist super. Schade, dass es jetzt so neblig ist gerade, ne? Ja. Tobi, hast ihn fahren lassen. Ja, Entschuldigung. Was raus muss raus. Eigentlich? Wer fliegt da eigentlich? Der Curry. Der Curry, ja. Oh, das ist aber gar nicht so gut, weil der weiß doch gar nicht, wo wir hin wollen. Naja, wir fliegen hier so rum. Der fliegt eigentlich dahin, wo wir hin wollten, ne? Warte mal, ich mach mal eine Markierung. Du kannst ja Markierung, genau. Ah, ja, aber mach mal eine Markierung. So ja, wie der Tobi, einfach mal alles markieren. Wir wollten doch einen kleinen Absprung machen heute. Wir wollten doch den Absprung wagen. Den Absprung der Absprünge? Meinst du, wir sind dafür bereit? Wir wollten noch einen abseilen. Bitte was? Könnten Sie das weiter ausführen? Warum ist doch nichts Schlimmes bei? Was beim Abseilen? Abzuseilen? Ja. Das kommt drauf an. Ihr schon wieder? Bist du eher der vorsichtige Abseiler oder machst du radikal alles raus? Das hängt von der Höhe ab. Alter. Oh Gott, Leute. Alter. Und von der Seillänge. Guck mal, letzt niveaulos, Teil 1. Ach geil, einfach schön. Einfach schön. Also wenn das Spiel läuft, haben wir mega Spaß, Freunde. Aber das Problem ist, wenn es nicht läuft, bist du teilweise richtig frustriert. Und man wird richtig genervt. Je mehr Leute versuchen, irgendwie zusammen zu connecten, desto mehr Probleme gibt es. Angeblich nicht kompatibel, angeblich die Sitzung voll, angeblich dies oder das oder Cloud-Server nicht verfügbar. Irgendwas ist immer. Ja, und jetzt werden einige sagen, ey, ich komme voll easy rein immer bei GTA und dann keine Probleme. Ja, kann gut sein, wenn du alleine spielen willst, überhaupt kein Thema. Aber wenn du mit 4 Kumpels spielen willst, ist einer irgendwie immer out. So. Einer ist immer der Loser. Und dann Loser. Haben wir manchmal Glück und kommen dann, und dann hatten wir eben auch probiert aufzunehmen hin und her. Aber naja, wir wollen nicht weiter rumschnörgeln. Wir steigen jetzt hier aus. Was wir mich haben ja eine geile Mission. Was mich ja mal interessieren würde, die Leute sollen mal in die Kommentare schreiben, ob die in der Crew zusammen zocken. Boah, wie geil das gerade aussieht. Tut mir leid, aber Hammer. Wie alle gerade dahin laufen. Hammer. Guck mal hier, der Gronkh wieder, macht er wieder den King of Kings. Ich finde fast, Currywurst sollten wir unsere der King of Kings hat gerade das Maul gelegt. Er rennt direkt wieder wie John Rambo nach vorne, so, weißt du? Natürlich. Was ist denn hier los, ey, bitte? Okay. Vor allem, warum sind hier die Cops? Hey, ich hab noch einen ich weiß es nicht genau. Oh, der Kopf fährt aber ganz schön. Ich bin immer dafür, dass die Leute in die Kommentare schreiben, ob die in der Crew zocken und ob die... Okay, Currywurst. Oh. Ob die wirklich auch einfach ohne Probleme zocken können. Ja? Ich will noch mal balancieren, ich will hier noch mal aufs Dach. Ich will das mal hier. Guck mal hier, Jungs, hier ist so ein Hinweis. Wollte ich noch mal zeigen hier. Da sollte ich das besser nicht machen. Guck mal hier. Tobi, weißt du, was es ist? Ja, so dieses Alien, ne? Was dann, oder dieser Geist oder sowas? Ich hab genau. Der Geist, der bitte was? Was? Achso, das Geist noch nicht. Ach, das UFO, was später kommt, meinst du? Was machen die da oben mit den Polizeihelikoptern? Das sieht so bescheuert aus, wenn man sich auf die Fresse legt. Wo ist das? Ich will das aussehen. Boah, wie geil das Alter! Mit dem Düsenjet einfach. Wie krass, mit dem Düsenjet schießt ja hier den Polizeihelikopter ab. Okay, lass mal gucken. Krasse Scheiße, wer landet denn da jetzt? Da dieses komische Zeichen an der Wand, ne? Boah, wie das hier abgeht, ey. Genau. Der sieht so bekannt aus. Der kommt mir sehr bekannt vor. Sergeant Bilbo. Ach, der ist auch schon ein bisschen länger mit dabei heute. Ein Freund von Sergeant Rumpel. Also man sieht schon, wir werden irgendwie mehr und mehr Leute, Alter. Da hinten. Der geht Tobi ja richtig steil. Der Tobi hat gerade ein paar Leute geworfen, ja? Der ist ja paarungsdürftig. War der schwanger, heute. Oder was? Ja, der Tobi, der ist paarungsdürftig. Oh! Alarmgruppe, ey! Was ist hier los? Der Nächste, bitte. Wie realistisch, dass die hier durch die Berge fahren einfach. Ja. Alter! Was ist denn hier los, Alter? Sind die alle bescheuert? Nein! Wie wir denn die super KI hier gerade anschauen, ist wunderbar. Das ist einfach
Und ich komme mir gerade vor, als wären wir hier so Touristen. Alter, irgendwie fährt er da einfach über. Ja, sind wir ja auch irgendwie. Geil. Wir sind nicht mehr in der suchen die denn bitte? Ich glaube, die wollen den da Jetflieger, oben. Kann das sein? Ja, ja, natürlich. Ja. Wo ist der Jetflieger denn? Die wollen sich den 616 schnappen. Der fliegt hier rum und ballert auch Helis ab. Ich habe da eine sehr schöne Aufnahme. Bei mir auf dem Channel übrigens. Ja, ja. Abonniert mich, Alter. Bitte. Da fliegt er wieder. Mal gucken. Ach, Alter, da hinten ist gerade einer mit dem Fallschirm abgesprungen. Wo fliegt der denn? Da kommt er, da kommt er. Seh nicht. Da über uns. Alter, geil. Hammer. Da feier ich gerade ein bisschen. Feier ich gerade ein bisschen. Currywurst will ihn abschießen. Hör auf damit. Lass das. Was macht der Currywurst? Es gibt sonst keinen Pommes dazu. Heute kein Rot-Weiß. Wie geil auch Los Santos da hinten aussieht, ne? Das ist der Shit. Die Aussicht aber formidabel. Willst du ein Selfie machen? Vielleicht vom Abgrund? Kommt ja, immer ganz gut. Wir machen noch ein Foto zusammen. Mach doch mal ein Bild von uns allen hier, Gregor. Ich glaube, das mache ich jetzt auch mal. Ja, jetzt müsst ihr sich mal alle hinstellen. Tobi, Saraza, stellt euch mal alle hier hin, komm. Ich mach mal gerade eins von dir, Heide. Ja, soll ich bleib mal hier? Da stehen. Bleib mal so da stehen, das ist ziemlich geil. Hammer, oder? Sehr schönes Foto, Heideltraut. Man muss ja sagen... Also wer jetzt gerade alle Perspektiven guckt, das ist nämlich das, was zu empfehlen ist, der wird alles sehen können. Genau. Das ist echt geil eigentlich. Das Geile ist, du kannst dann... Warte, nochmal stehen bleiben, ich mache jetzt nochmal ein schöneres. Oh. Du hast eine scheiß Frisur. Ah, jetzt hat der Gronkh mir da seinen Arm reingesteckt. Boah, hinter uns. Bitte was? Kannst du nochmal wiederholen? Alter! Der Tobi! Wie geil! Vor dem Helikopter. Hat dir doch so eine Regelblutung hinterlassen, ist tot, Alter. Der Tobi wurde vom Helikopter erschlagen, Alter. Geile Todesart, Alter. Abstand der beste GTA Online-Moment, den ich jemals hatte, ey. Vorsicht! Ah, okay, die wollen uns wegrotern, kann das sein? Dachte ich auch, aber der landet nur. Das ist gut. Ah, okay. Guck mal, Tobi, ist das eine Tage oder was ist das da unten? Ja, ja. Ja, was ich sagen wollte, ist, der Saraza könnte das Selfie hier aus seinem Rockstar Social Club Profil hochladen, eigentlich. Das macht man doch eh automatisch, oder nicht? Nee, oder? Eigentlich schon, das wird immer in die Online-Galerie geballert. So, ey, ich würde mal sagen, wir starten jetzt mal unseren Absprung, oder? Pass auf, komm, hier machen wir noch schnell ein Foto, komm. Komm mal her, Leute. Kommst wieder, was ist das? Wer hängt denn da außen dran? Die waren gerade. Alter, das ist ja super. Ja, du kannst dich bei so einem Jeep anstellen. Ja, aber das war. Alter! Der Jeep! Was ist denn verrückt, die einfach sind, ey. Oh! Alter! Was machen die Polizeiautos hier? Die da gegeneinander? Ey, boah, lass mal. Weißt du, was geil ist? Man könnte eigentlich die ganze Zeit hier stehen und sich diesen Scheiß hier angucken. Hier ist auch wer gestorben. Geil! Ja, der Tobi, dem ist ein Helikopter auf den Kopf gefallen. Nee, das ist ein SWAT-Typ. Ach geil, Alter, der nächste Heli ist runter. Übrigens, Leute, es tut mir leid, dass ich diese Kack-Frisur hab, ja. Der Tobi hat mir auf den Kopf geschissen. Alter! Boah, der Kopf! Alter, was ist hier los? Das ist doch unfassbar! Was war das denn? Die sind alle bekloppt hier! Die sind alle bekloppt! Okay, komm, wir springen. Ach, guck mal hier. Boah, da vorne Heli-Action jetzt hier. Heli-Action gegen Helikopter. Der ist, glaube ich, der setzt noch zum Angriff an. Seht ihr das? Pam! Alter, wo? Alter! Wo ist denn der Heli? Da vorne war noch rechts einer. Hab ich ihn aus den Augen verloren. Da hinten ist ein Kampfjet. Der Kampfjet greift an. Alter, wie krass bekloppt ist das hier einfach. Rakete und bam! Boah, geil! Ach, schade, jetzt hab ich's verpasst. Schade. Ja, dann müssen Sie gucken. Das könnte auch. Nur bei uns auf dem Channel. Ja, genau. Ich hatte das schon vorher. Aber ganz ohne Scheiß, so eine Triple-Sicht oder Quattro-Sicht oder Dual-Sicht einfach auf mehreren Channels gucken. Genau, das ist eigentlich ziemlich geil. Lass doch mal hier. Ich hab das letztens auch gemacht. Ja, geh mal hier rüber. Hier, guck mal hier vorne. Nee, komm mal hier hin. Warte, ich wollte doch noch balancieren. Da fliegt noch was runter. Alter, da fliegt noch ein Polizeiauto. Guck mal, von hier aus eine Panoramasicht. Hallo Leute, guck mal hier. Oh, da kommt der Kampfjet. Wo bist du denn? Ich bin hier oben auf dieser Aussichtsplattform. Da kannst du den Kampfjet. Und der Kampfjet holt sich den Heli und. Oh! Ja, sehr schön. Ich sehe noch die Rauchwolken. Hier unten steht Comeback und die Stücke when your story is complete. Ey, guck mal, hier ist ein Easter Egg. Hallo? Wo denn? Oh, was ist hier? Hier steht Comeback when your story is complete. Alter, hier müssen wir hier aufs Dach kommen. Ja, da kommt doch noch ein Alien oder so ein UFO, wenn man das. Ah, das kenne ich auch schon, ja. Ja, das ist aber 100% musst du schaffen. Genau. Okay, dann lassen wir hier balancieren und dann machen wir gleich mal den Mörderabsprung. Und zum Schluss der Folge Wahnsinn. Geil. Ach geil, meine Alter, Worte. Geil. Alter, der Typ geht ab einfach, der 616. Das sieht so geil aus. Das ist unfassbar. Also, ihr seid so da vorne. Läuft, ja? Hallo, Freunde. Wer hat sich jetzt den Militärheli geklaut eigentlich? Hallo, Freunde. Ist das der Curry King? Wieso nenne ich jetzt immer Curry King? Ich weiß es nicht.
Oben haben wir noch Curry King. Komm, wir gehen mal alle zum Sarazai hier oben auf dem Dach. Oder wollen wir nochmal in den Heli steigen und mal mitten in ihre Action rein? Nee, lass mal abspringen hier. Oh. Fallschirm-Style. Kapp-Jet. Alter. Oh, der fliegt direkt über mich drüber. Krass, und wieder einer erwischt. Alter, der muss doch inzwischen 5 Sterne haben. Guck mal hier hin. Tobi, ja, guck mal, dreh dich mal um. Sergeant Bilbo ist gestorben, warum auch immer. Ich geh jetzt mal unten. Jetzt pass auf, Tobi, der Kampfjet, pass auf. Okay. Hat man der brennt, gesehen, der brennt aber schon ganz schön, ne? Ja. Naja, der hält aber auch ganz schön lange aus da oben. Das stimmt. Mach mal ein Foto mit euch. Das müssen wir auch mal in einer Folge machen, den Kampfjet holen. Das ist. Ja, mach mal ein Selfie hier, komm. Warte mal, Tobi, okay. Ich rück mal ein bisschen näher zusammen. Oh, komm, Erdwin. Wollen wir küssen? Warte, wir können ja noch unsere Posen machen, Moment. Warte. Ich sehe euch da oben übrigens. Ich stehe jetzt hier schon auf der Absprungplattform. Bleib mal stehen. Nee, mach mal nicht. Besser ohne. Ah, die Pose ist ganz cool, ja. Mal nochmal. Ja! Ja, ach, geil, Mann, Foto. Ey, 6-16-Player ist gestorben gerade. So. Oh, Mann, aber er hat sich so aus, tapfer ja. geschlagen, Alter. Und aber super heftig. Warte mal, ich mach noch ein schönes Foto. Bleib mal so stehen, Tobi. Kommt ihr dann auch mal? Wir wollten doch abspringen. Abspringen. Mach ich noch einen selber hier. Ihr wollt noch abspringen, dachte ich. Kommt ihr? Ich hab gerade den schwulen Fallschirm. So. Also den ziehst du auch schon an, den Fallschirm jetzt, oder was? Ja, brauchst aber nicht. Ich mach das zwar. Ich sehe euch da. Können wir hier runterspringen? Nee, komm. Das geht nicht gut. Gut, ich würde gerne noch ein Foto machen mit euch. Ja, dann Foto. So, Fallschirm. Fallschirmfoto, komm. Yeah, Jungs. Sehr nice. Ach, die Schwuppen da oben machen wieder Duckface-Fotos für Facebook. Ekelhaft, ey. Guck mal, wie ihr da vorne steht. Moment, das ist cool. Nee, das ist richtig cool. Mit unseren Wanderrucksäcken. Okay, Freunde, ich spring schon mal ab. Das dauert mir zu lange, Alter. Macht mal hin. Ja, ist ja okay. Er hätte beinahe das Foto gelöscht. Kauft doch noch schnell ein T-Shirt. Ich war hier. Springen wir da jetzt einfach runter? Seid ihr Psycho? Ja, komm. Ja, natürlich, mit Fallschirm. Oh, den Körper. Weißt du, die beiden fallen wieder aufeinander. Ist okay. Ich war im Körper gemacht, Schnucki. Bist du wieder aus Versehen in den Tobi reingefallen? Ja, also in Tobis Charakter kann man aber auch mal reinfallen. Da kann man reinfallen. Ja. Er hat einen sehr netten Charakter. Ja. Er ist ein freundlicher Typ. Einfach nur sympathisch. So, jetzt nicht runterwerfen. So, da kommen sie alle. Ne? Nein! 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 Geil, Patsch! Alter, Patsch! Wie geil! Wie geil, Alter! Ich sag nicht runter, mein Stolper. Ihr müsst dazu wissen, wir haben vorhin eine Folge auf... Ja, wir haben es probiert. Was ist das denn hier? Ja, die bekämpfen sich da irgendwie mit irgendwas. Ich hab keine Ahnung. Okay, warte. Ey, ich muss hier hochkommen jetzt wieder. Ach, schon wieder, Alter, das ist ja... Ich hoffe, dass es richtig ist. Nein, Dennis, schubst mich nicht! Nein, jetzt nicht. Wie behindert das aus? Der nächste ist da gestorben. Komm, nein. Guck mal da hinten bei der Aussicht. Ach, da hinten ist der Sarazza. Hey! John Rambo, kommt denn da hoch? Ich komme. Mach noch schnell ein Foto. Junge, mich kriegst du nicht so schnell runter. Tobi, weißt du, an wen du mich erinnerst? Ey, wie geil das war, wie ich da weggestolpert bin. Tobi? Ja? Du machst gerade voll die Emma-Pose, Alter. Emma-Pose? Wie mit Emma Watson? Breitbeinig mit dem Arsch nach oben oder was? Das Jubeltor ist eröffnet. Was für Emmas hat der Erik kennengelernt? Ja, nur die eine vom Hörensagen, da weiß schon Bescheid. Tobi ist gestorben, alles klar. Ach Mensch, wie der Arme. Da kommt, wie der Big Boss hier, der uns jetzt alle runterschubst. Schubst euch mal gegenseitig runter. Ich hab Angst, dir im Weg zu stehen. Nein, Tobi, dir tue ich nichts. Okay, nur ein kleiner Klaps. Wollen wir nicht auf drei springen oder was sieht's aus? Kommt mal her, Jungs hier. Wir machen ja, da oben komme ich nicht hoch. Oh, das ist einer. Oh, ist fast runtergefallen. Krass. Wenn mich jetzt noch einer antippt, dann bin ich weg. Okay, ja, ansonsten ihr springt und wir rennen hinterher. Wo wollen wir denn landen? Ich bin ja dafür, seht ihr unten. Das Sägewerk? Dieses Haus. Ja, genau, das Sägewerk. Da unten. Echt, aber das ist so unspektakulär. Wollen wir nicht lieber auf der Landzunge da vorne landen? Dahinten? Ja, dachte ich auch jetzt so. Ne? Wenn schon, ganz an der Spitze vorne. Oh, Currywurst ist raus. Schade. Tschüss, Curry. Curry, schade. Da war gerade noch da oben. Server geflogen. Okay, komm, spring, los. Ja? Soll ich? Ey, wir kommen hier gar nicht vorbei, Tobi und ich. Wir schaffen das, komm. Eins. Alter, der Sprung! Mama, es tut mir leid. Mama. Ich komm hier nicht. Der Tobi hat wieder den LSD, den Christopher Street Day. Vergiss nicht, den Fallschirm hochzuziehen, ne? Alter, ihr habt alle so einen schwulen Fallschirm. Geil aus. Guck mal nach hinten. Alter. Geil. Ist geil, Alter. Ich sehe euch alle. Ich habe euch gerade alle im Visier. Ich euch auch. Nach hinten. Guck mal, geil. Sehr schön. Alle Putins Freunde hier.
Ich hab wo wollen wir hinfliegen eigentlich? Zu der Inselzunge da vorne. Zu der Landzunge da vorne. Wir sind alle für Toleranz. Genau. Ihr kleinen Glücksbärchis. Ich möchte ein Grunkbärchi sein. Oh Gott, nein. Endlich gib das mal zu. Wer ist das hier vorne? Bist du das, Tobi? Warte mal, ich riech mal. Ja. Ey, wo fliegen wir denn jetzt hin? Der kommt da jetzt mit dem Militärhubschrauber. Ist das schon wieder Currywurst? Hilfe, ey, nicht, dass der uns wegrotort, ne? Ja, das wäre natürlich mies. Wäre aber auch lustig. Ey, aber wo fliegen wir denn hin und wer seid ihr? Zur Landzunge da vorne. Oh, Alter, ich hänge im Helikopter. Der hat meinen Fallschirm weggerotet. Guck mal, wie runterfällt. Hilfe! Platsch. Nein, das ist doch gemein. Wie asozial. Blemes ist gestorben, krass. Alter, der will euch wegballern da. Wer ist das gewesen? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Warte mal, das ist Sergeant Bilbo. Sergeant Bilbo und Krähe Konstante sind das. Warum machen die das? Nein, weil es eigentlich lustig ist. Ja, das stimmt. Wenn es mich nicht trifft. Also ja, das stimmt. Aber hey, ich hätte auch gern meinen Flug beendet. Ich bin ja dafür, dass wir gleich eine fulminante Flucht mit dem Zug machen. Auf dem Zug, sagst du? Wir sollen mal zum Zug kommen, endlich. Ja. Komm, ich geh mal ein bisschen in den Sinkflug jetzt. Alter, das ist gerade ein Helikopter abgestürzt. Aber man muss sagen, wenn alle Leute friedlich miteinander zocken, ist es unfassbar. Oh, ich mache hier Judo-Rolle. Oh, ist das geil, einfach mal nach unten zu fliegen. Ja. Drück mal B, den den Kameramodus. Wow, jetzt muss ich aber erstmal wieder ein bisschen. Judo-Rolle. Bist du das da oben? Wieder angeflogen. Die Judo-Rolle? Nicht zu steil landen, sonst bist du tot. Nee. Ich Ach, guck mal, hier unten steht auch ein Boot, okay. Eine galante Kurve. Oh, das machst du wunderschön. Ey, hier ist ein Zug, ich will aufspringen. Das schaffst du niemals. Guck mal, hier unten sind ja Leute. Yeah! Hui. Gelandet! Ja. Oh! Aber das geht. Schon wieder voll die Cop-Action. Ey, Leute, was geht, ey? Guck mal, der Gronkh hier, Leute. So, ne, Alter, was geht so bei euch? So begrüßen wir uns übrigens immer hier. Oh, überhaupt nicht dasselbe Auto, wir haben zueinander. So, Freunde. Warte. Jetzt haben wir noch ein bisschen Spaß, ich komme euch holen, ne? Wo bist du denn? Ich weiß nicht mal, wo ihr seid. Ich kriege euch nicht mal. Der eine Tobi ist. Der hat wieder Wasserstand heute. Ey, wisst ihr was, Alter? Was denn? Ja, guck mal da hinten. Dann weißt du, was ich meine. Lassen? Nee. Seid ihr noch in der Luft eigentlich? Oh, mit Speedboot. Geil. Ah, Jetski. Geil. Oh, hi. Könnt ihr mal zwei Leute erstmal schön Speedo-File fahren. Geil. Ich hab den besten Jump gemacht meines Lebens, Freunde. So, Schnucki kommt bei mir mit hinten drauf. Ja, eigentlich müsste das umgekehrt sein. Ja, kann ich mich besser festhalten. Mann, ich will mitfahren. Ich fahr grad mit der Currywurst. Ich hab auch Aero-Boots. Hallo Currywurst. Ah, warte, dann schnapp ich mir das Speedboat da vorne. Schwimm ich sogar hin freiwillig. Was? Was machst du? Ich hab ein eigenes. Wollen jetzt wieder absensen oder was? Ja, natürlich. Boah, das Wasser sieht so geil aus. Da würde man am liebsten selber reinspringen. Ich hab eine Auszeichnung erhalten. Ja? Da schießt jemand. Ja. Schnucki des Monats oder Playmate oder was? Achso. Elefantenstempel. Boah, Tobi, hast du das gehört? Der hat dich Stempel genannt. Was? Stempelkissen oder was? Ach nee, geil. Yeah. Ich habe uns einen eigenen Jetski, beziehungsweise ein eigenes Motorboot besorgt. Da können wir ja theoretisch. Ja? Warte mal, ich komm mal zu dir geflattert. Ah ne, ist einer im Flugzeug, okay? Wo seid ihr denn da? Bleiben Sie mal stehen, Herr Gregor. Nö. Nee, das ist ja gar nicht der Herr Gregor. Ich fahre da gerade zu Sarazar. Ich bin hier mit so einer Highlife Miami Yacht unterwegs, Alter. Mit schönem Hip-Hop. Jetski hat gar kein Radio, ist ja arm. Aber ein schönes Knötern. Ich glaube, da ist der Herr Play Massive, glaube ich. Wenn mich nicht alles täuscht. Ja, mach mal. Riech mich doch niemals. Natürlich, Alter. Ich schwimme gleich manuell. Wäre ich 10-mal schneller als ihr. Ich bin der Mann aus Atlantis, Alter. Aber wie geil sieht das denn bitte aus? Lalala, ist das schön hier unten. Oh, Vorsicht. Ich muss aufpassen, dass ich nicht gegen diese Insel hier fahre. Ach, tauchen macht auch Spaß. Hallo, ich bin ein Küstenpirat von Somalia. Man muss ja auch sagen, es gibt, glaube ich, sogar Loch Ness, oder? Wer schießt denn auf uns? Tobis Mutter. Hey! Hallo! Wollt ihr zusteigen? Könnt ihr mich mal abholen? Ja, warum nicht? Wollen wir zusteigen? Wir können eine Überfahrt machen hier. Ui! Holt mich mal gar nicht ab, bitte! Ah. Hallo! Hallo, Leute! Wir holen dich ab, Alter. Machen wir jetzt.
Ich bin irgendwo, ja, im Gegenwo. Wir sind hier gerade. Oh. Wie cool, der Tobi steigt da einfach aufs Boot drauf. Ja klar. Meinst du, ich bin eine Pussy wie Gronkh. Nicht, dass das Ding gleich untergeht. Hä, Alter, jetzt steigt nochmal. Ach, der steigt ja nicht mehr ein, weil da nur zwei reinpassen. Wie, was ist das denn für ein Quatsch? Da hinten ist doch voll die Heckcouch. Ey! Hinten kannst du eigentlich drauf sitzen. Der Gronkh ertrinkt gleich. Du musst auf das Boot erst springen, ne? Ach so, ist das so? Ja, ja. Übermorgen da. Okay, warte. Genau, und jetzt hinten hinlaufen und dann Y. So, ich latsche mal einfach. Ich latsche mal einfach. Ja, mach. Nö, geht nicht. Ich kann mich hier unten nicht reinsetzen. Warte, dann bleib mal da drinnen. Und wir fahren jetzt mal. Warte, der wird crazy, will auch dazu steigen. Soll ich noch warten oder soll ich weiterfahren? Der wirft dir eine Bombe rein. Der hat eine Bombe geworfen, hau mal ab. Okay. Ist ja geil, ich kann einfach hinten drin stehen bleiben. Ah. Och, Alter. Was hat er denn jetzt gemacht? Seid ihr tot? Ja. Wir sind wieder erschossen worden. Weißt du, da frage ich mich. Modus. Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Was bringt dann bitte der Passivmodus? Ja. Da dürfen wir doch eigentlich gar nichts abbekommen. Ja, das ist. Ich glaube, das gilt nur für Schiffe an Land. Also, das muss ich kurz fragen. Das ist schon sehr fragwürdig. Das ist aber super merkwürdig eigentlich. Ja, merkwürdig. Merkwürdig. Ja. Boah, Alter, die nerven so, die Wichser. Wollen wir die mal umbringen? Tobi, komm, Schnucki, wir gehen in dieses schöne Landhaus da unten. Bitte keine Details. Hast du auch eine Flasche Wasser bei? Ich brauche die dann. Oh, das bestimmt. Ist doch wunderschön, was? Ja, an der Küste, dieses Haus mit dem Pier. Ist das wie kann der mich denn, wie kann mich Bilbo gezielt ausschalten, wenn ich im Passivmodus bin? Was soll denn die Scheiße? Ja. Ja. Ey, langsam reizt mir mit den Wichsern, ich bring die alle um. Du sollst doch nicht so devot sein. Wollen wir einen Passivmodus rausmachen, Amok laufen oder was? Ja, ich bin dabei, Alter. Ganz aber ehrlich. Sollen wir die einfach alle immer abballern? Komm, wir töten die jetzt einfach alle. Ich bring ja, die ich alle um die Spalte. Ach ja, geil. Passivmodus ist Waffenrad ausgeschaltet. Macht Spaß. Was ist ein Passivmodus von scheiß Modus? Kann man da mit seinem Kopf Kugeln fangen oder was? Ey, ich muss ja den Passivmodus jetzt ausschalten. Ja, stimmt ja. Habt ihr ja recht, ja. Ich laufe im Passivmodus. Meine Laune ist immer noch verärgert. Erstmal laufe ich im Passivmodus hin und dann baller ich die weg. Ja, warte, lass uns das zusammen machen. Oder? Mann, ich muss mal Granaten kaufen langsam. Der Gronkh ist voll der hinterhältige Cheater. Wieso Cheater? Das ermöglicht mir das Spiel. Man kann ja im Passivmodus auch getötet werden. Was, Alter, warum laufen weg von mir? Warum lauft ihr weg? Ich will Freunde! Guck mal, was ich hier Schönes habe. Oh. Die habe ich eben von dem Kopf bekommen. Voll schön, ne? Du hast die ja auch, Hammer. Schatz. Das ist ja ein Riesending in der Hand. Nee, mein ist anders. Was war's anders? Ja, ignoriert guck mal mich hier. Ruhig. Ja, warte mal hier. Mich ruhig. Wer schießt dir auf wen? Das ist mein Kleiner. Darf ich den mal anfassen? Wo seid denn ihr eigentlich gerade? Ich bin so froh, dass ich das gerade nicht sehe. Ey, das Sehen ist nicht das Schlimme. Dann bitte, darf ich was Kleines anfassen? Beim Sehen ist alles in Ordnung, Alter. Du musst den erstmal spüren, Alter. Störe ich euch gerade? Ein bisschen im Landhaus oder was? Aua! Moment, der Eimer steht schon bereit. Wo seid ihr gerade? Der ballert mich an. Wieso seid ihr da oben? Der ballert dich an. Vorsicht, du schießt auf mich. Nein! Wieso seid ihr da oben und ich hänge hier sonst so sonst ey, der fest? Der hat mich geschlagen gerade und ich habe den aber umgebracht. Beide, die Schweine. Das ist so behindert, dass man... Ach komm, dass man seine Kumpels hauen geschossen. Kann. Ja, das ist richtig grad, dämlich eigentlich. Bei mir ist es gerade richtig spannend, Leute. Es ist gerade richtig spannend. Ja, es ist bei mir gerade richtig spannend. Ja, ich bin gerade nach einer halben Stunde endlich aus dem Wasser gekommen. Ja, ich suche ja auch gerade einen Ausgang irgendwo. Hey, Playmassive, super. Ich habe sie umgeballert. So nice. Alter, und ich torkle ja besoffen irgendwo durch die Gegend. Das kann man hier teabaggen irgendwie. Aber mir geht bald die Muni aus, weil die kommen wieder. Einer. Die spawnen was. Was ist das hier für eine Scheiße, Alter? Ich will ja auf den Berg rauf. Wir sollten hier abhauen. Mann, wie kann man nur so scheiße spawnen? Alter. Was macht ihr denn da, Alter? Bringt euch wieder gegenseitig um. Alle um. Und den Tobi auch. Ich hau jetzt ab hier. Es wird langsam. Ah, ja, es bringt alle um, dann haut er ab. Ja, ich muss abbauen. Ich bin hier ein klassischer Amokläufer. Jetzt zündet er irgendwer Bomben. Auf kommen alle Spieler hin. Was ist los? Das ist so bekloppt. Ich würde ja gerne zu euch kommen, aber es geht gar nicht. Warte, Tobi, wo bist du? Ich spawn mitten auf dem Berg im Wasser. Das ist warte mal, wer ist da unten? Ich komme ja gerade hoch mit ein paar Leuten. Okay, warte, ich komme mit der Karre vorbei, Alter. Okay, ich versuche hier gerade zu schreiben. Sie wollten gerade eine Bombe auf mich werfen. Ich habe ihn umgefahren.
Und jetzt super. Ist die Bombe ey, auf ihm gelandet. Das ist so krass, ich höre von hier schon Explosionen. Ich hole dich an der Straße, weil ich komme vorbei und jetzt spring rein. Oh, an der Straße? Ich habe Probleme hier mit ein paar Spielern. Okay, ich bin drin. Hä? Das hat, hat sich ja voll gelohnt. Was habt ihr gemacht? Alter, Ameise hat eine Bombe geworfen. Mega, Alter. Ey, jetzt reicht's, ey. Ich komme diesen scheiß verfickten Berg hoch, um mich von der Ameise verprügeln zu lassen. Aber ey, ich habe die Ameise 2 oder 3 Mal getötet. Ey, ach, da. Und wo bin ich jetzt geil, schon wieder? Wie schön ist Alter, das nervt einfach nur so, dass man da unten laufen muss hier. Boah, oh, nee, da muss ich ja ein Hipstermatic-Foto machen von. Jetzt macht er wieder Fotos, kauft dir doch ein Shirt in der Schießerei. Wer fliegt denn hier an mir vorbei gerade? Ich war. Ach so. Ja, cool, da fliegt auch ein Auto dahin. Ach, da vorne ist der Pandoria, hat immer noch keine Hose an. Heide Kraut ist gestorben. Oh, Iggy, das Metal hat dich ausgeknipst. Mann. Ey, ich wollte gerade ein Foto schießen, Alter. Ich bin tot. Oh, ihr ignoriert mich die ganze Zeit. Oh, wo sorry, sorry, Heide, das ist echt. Ich bin hier klar. Unten und. Jetzt seid ihr unten, wollt ihr mich verarschen? Ey, ich komme die scheiß Berge hoch. Der Massaker-Place, Alter. Es ist echt die Hölle los hier hinten. Und ich ist aber überall da, wo wir sind, ne? Ja, immer irgendwie. Ich weiß ja, nicht, Tobi, warum. Ja, Tobi, ihr seid Promis. Hallo. Ziehen wir das an? Warte mal. Da fährt töte den da einfach mal. Ich hab ein Auto. Boah. Ja. Boah, was für ein ich cooles Bild. Ich komm diesen Bild verfickten hier. Berg hier nicht hoch. Entschuldigung, das hat man gerade hier sagen müssen. Ich mach noch ein paar Fotos, Freunde. Sorry für die, die das nicht so gerne sehen. Ich fahr ein bisschen spazieren einfach. Ich fahr ein bisschen. Macht immer Krieg. Ich fahr spazieren. Kann mich mal jemand abholen hier? Nein, hier das geht nicht. Nackte rum. Pandoria. Alter, die keine Hose an. Boah, das ist das beste Foto, was ich je gemacht hab. Wo seid ihr denn? Gelöscht? Das ist im Spiel ich bin, übrigens. Ich ja, bin weißt irgendwo. Du. Irgendwo bin ich, ja. Irgendwo. Ich lauf hier eine halbnacken Frau hinterher. Also wie in immer. Den Wald? Wie in immer. Den Wald rein? Hey, Shadow Girl hat Ameisen getötet. Super, mal, Shadow Girl. Ich bin ja auch an der Küste. Vielleicht könnte mich wer mit deinem Fahrzeug abholen. Ich versuch's. Manchmal ist es einfach so selten dämlich, wenn der Charakter stolpert. Und dann einfach sich aufs Maul legt, ne? So ganz, so aus ganz behindern. Unauffindlichen Gründen. Walle, bist du das unten am Strand? Ja, ich bin das. Aber das sind andere Menschen hier. Das sind aber NPCs. Ey, das ist eine Hippie-Party, Jungs. Lass uns hier. Das sind aber überall. Da ist er dabei. Da ist er dabei. Da bin ja. Ich da. Hey, hast du mal ein Bier, Alter? Hey, das sind überall Hippie-Party. Hippie-Partys. Boah, das finde ich super. Aber die sind nicht so gesprächig wie die vielleicht da hinten. Wir werden da oben gerade wieder beballert. Das ist wieder der Ameisen. Hey, Sangria-Eimer-Party. Ich verstehe. So, ich bin auf. Ich stehe auf dem Truck. Genau, auf dem Weg zu euch. Also. Ey, das ist so krass von hier, von der Entfernung. Da sieht man nur Explosionen. Der wirft, die ganze Zeit nur, der wirft die ganze Zeit nur Hola. Bomben um sich. Oh, warum was ist jetzt da passiert? Warum hauen die auf einmal alle ab? Ja, wahrscheinlich, weil alle tot sind und die Polizei hat nichts mehr zu tun. Soll ich irgendjemanden abholen? Ich habe ein Auto. Aber hier ja, hol mich mal ab, Tobi, bitte. Ich bin wo bist du denn? Irgendwo. Unten am Strand? Nee, ich bin auf einer Straße, auf dem Highway stehe ich. Ey, soll ich hier das Auto zocken einfach, Freunde? Ja, nimm's mit. Ey, ich liegt einfach im Boot. Was macht mal, das Boot hier? Ich glaube, mir gerade einen Wagen. Ich glaube, mir gerade la. Das Boot. Obwohl das ziemlich geil aussieht. Da mache ich nochmal schnell ein Foto. Das gibt's doch gar nicht. Wer fährt denn hier? Oh, der Ameisen hat sich entschuldigt. Hä? Tobinator, warum bist du nicht rot bei mir? Der Ameisen wollte gar nicht mit uns fighten. Wie wollte nicht fighten? Der hat mich aus Versehen geschlagen, glaube ich. Was, Alter? Deswegen der wirft die ganze Zeit Bomben auf uns. Das ist nicht aus Versehen. War das der Ameisen? Nee, das war aber... Das war Ameisen. Ich ihn gekillt hab. Davor hat er mich einmal geschlagen. Oder den mit dem falschen Typen. Wer ist jetzt an mir vorbeigefahren? Warte mal, wer ist jetzt an mir vorbeigefahren? Alter! Ey, der Bulle rammt mich und ich krieg einen Stern? Also Ameisen hat mir geschrieben gerade, vielleicht, weil sorry. Der Polizeiwagen geklaut ist. Man weiß es nicht. Warte mal. Meinst du? Ey, Freunde, wenn mich jetzt hier keiner holt, die Hippies sind verdammt langweilig drauf. Ich hätte hier aber... Die Hippies sind... Ich hol dich. Wo sollen wir denn hinfahren? Habt ihr schon ein Ziel? Ich habe aber überlegt, ob ich den Hippies einfach ihr Wohnmobil klaue. Das wäre doch das genau das Richtige für uns, oder? Auch und geil. Passen wir alle ja, rein. Wohnmobil wäre auf jeden Fall Hammer, komm, dann können wir noch campen irgendwo am Straßenrand und dann... Ja, dann bist du wieder, so ne, und dann Hand anlegen hier mit dem... Alter, wer fährt denn da dauernd an mir vorbei? Ja, hör mal auf damit, Tobi! Ach, mit Tobi, das ich versuch die ganze Zeit hinterher zu fahren. Ja, und ich dreh mich die ganze Zeit eh. Wo bist du, ey? Auf ihr jetzt. Seid so bescheuert einfach. Ach, du bist im Polizeiwagen? Ja, natürlich. Ja. Sag mal, ich bin mit der halbnacken Pandoria hier im Wagen. Ja, komm, Alter! Was geht denn hier ab? Alter, was ist hier los? Was ist denn hier los? Ey, mein Wohnmobil kommt hier nicht hoch. Oh, Pandoria ist tot, ich bin auch tot. Oh nein, Alter, was macht ihr denn da? Grace ist tot, Shadow Girl ist tot. Wieso so viel auf einmal? Bombe? Stopp, stehen bleiben. Alter. Da bin ich. Jungs, stehen bleiben. Okay, wir stehen. Ich komme hoch, ich krieg aber das Wohnmobil nicht hoch. Ja, das schafft hoch. Den Berg nicht. Du Alter, kriegst es nicht hoch? Komm ihr seid auf hier. Der Brücke, oder? Ihr seid auf der Brücke. Nein, wir liegen im Graben. Hä? Was war das denn jetzt? Holt mich hier raus. Hey, Tobi, das schaffst du noch. Holt mich hier raus. Wir haben echt Probleme. Geil, ich hab gerade meine Ausdauer gesteigert. Boah, bin ich gut. Nicht.
Was hast du? Ey, wo seid ihr? Der Gronkh rennt da draußen. Ach nee, zu euch will ich gar nicht steigen. Ihr seid ja voll gesucht. Hol mich doch mal ab, bitte. Vorsicht, ballert der Ameisen. Okay, ah, okay. Fahr. Ich bin gleich tot. Tobi, hol mich ab. Warte. Ich hab kein Auto. Hol mich ab. Ich hab kein Auto. Hier, boah, stopp. Mit dem Fahrzeug, stopp. Der Mann mit dem Fahrzeug, stopp. Hä? Wie, der Mann mit dem Fahrzeug, stopp? Meinst du, er hört dich? Warte, Entschuldigung, ja, einen Moment, oh, fahr jetzt ran. Komm, spring rein, Tobi. Wir holen den Dennis. Ja, bitte. Boah, Alter, wer fährt denn so scheiße? Ich hab zwei Cops am Arsch, natürlich. Ein bisschen, ey, Leute, soll ich euch mal einen ganz geheimen Tipp verraten? Ihr könnt euch über das Xbox Games Menü, könnt ihr euch... Warte, du bist ja gewesen, Alter, du hast auf uns geschossen gerade, oder? Was ist hier los? Was ist denn hier wieder los, ey? Dennis. Die Karre ist voll im Arsch, wir werden beballert, Alter. Es sind nur 3 Sterne, hört doch mal auf damit. Wo bist du denn? Ach, da hinten seid ihr. Jetzt ballert der Ameisen wieder auf uns, der Drecksack. Boah, wir haben es gegeben. Aber ich hab den... Ich komm zu euch. Warte. Bei dir fährt gerade eine Leiche mit. Bei mir? Ja, nee, bei mir. Hey, du musst dich doch nicht so auf meine Schulter lehnen, Tobi. Hey, der XX-Player, unser alter Junge, ist dabei. Die Penner wollen es wirklich wissen. Oh, mir hat gerade ein Polizist ins Gesicht geschossen. Ich wollte eigentlich mit euch campen gehen heute. Alter, dieser Ameisenpenner, ne? Der Ameisenpenner ist ein Penner. Der hat ein verkacktes Kopfgeld von 5.000. Wenn den jemand aber tötet, der hat mir eben geschrieben, sorry. Ja? Dann dachte ich, ich lasse den jetzt in Ruhe. So, aber wer geht denn da unten gerade am Strand entlang laufen? Das zu bin Insel? Das bin ich gerade. Okay. Weil ich aber keinen Bock auf die Sterne habe. Ich habe 3 Sterne Deluxe und ja, dann warte mal auf mich, Herzchen. Das ist eine gute Idee, weil der Helikopter nämlich gleich kommt. Hier vorne ist der Strand, Tobi. Ich wollte mal gucken, ob ich mich hier irgendwo im Busch verstecken kann. Komm zu dem Strand, da sei da safe. Wenn nee, da ist der Ameisentyp mit dem Kopfgeld. Ach, der Heideltraut ist da gerade. Der Heideltraut. Wir haben doch darüber gesprochen, ich... Ja. Guck mir den Drecksack jetzt. Hier ist der super Wohnwagen, den ich gechartert habe. Ja, so, ich will jetzt auch nicht mit dem Spieler mitfahren, weil die fahren jetzt wieder nach oben zu den Bullen. Oh, ja. Dieser Penner. Hast du Sterne? Ich hab 3 Sterne. Ah, cool. Dann war super. Das, auf mich hast du super hat, gemacht. Das wäre anders. Wie du nee, das war der Ameise. Gesprungen bist. Herrlich. Okay. Ich hab jetzt die 5000 kassiert. Ah, durch die Teilen. Fuck it. Super. Warte mal, soll ich den Heli mal ausschalten? Ah, das wäre super. Ich bin im Passiv. Also, wir kommen hier nicht raus. Warte mal. Ich bin gerade auf der Flucht. Moment mal, da vorne liegt da noch irgendwas Schönes. Jungs, ey, lass uns mal. Wir brauchen einen Heli oder sowas. Das wäre eigentlich perfekt jetzt. Wir sind hier voll am Arsch. Der Welt. Oh, cool. Ich hab gar kein Bargeld mehr. Und noch 4.300. Also, das war teuer, diese Gesterberei. Das ist so geil, ja, weißt du, egal, Alter, wo du hingehst. Das mit dem Krepieren ist echt lausig, weil wir die ganze Kohle verlieren. Und wir müssen ja Apartments kaufen und so weiter. Das wird alles nix. Ja, in Folge 198. So, Alter, ja, hier bleibe ich jetzt erstmal. Wir müssen Mission machen, aber du kannst ja erklären, was die Problematik bei Missionen ist. Ja, Alter, ja, die Problematik ist einerseits natürlich, dass wir uns dann verlieren auf dem Server und dann wieder 2 Stunden brauchen, um zusammenzufinden. Wir können also gar keine Mission machen. Ach ja, Ameisen. Wohnmobil. Die Ameise, ey, irgendwann kommst du mit dem Fuß und machst sie platt. Ich würde sagen, liebe Freunde, wir machen jetzt mal ein kleines Päuschen. Dann könnt ihr euch mal abregen. Das wird dauern. Man muss runterkommen wieder hier, ne? Das war ja wirklich jetzt eine krasse Folge hier. Ey, ich hatte meine Todlache. Yeah. Also, es war super lustig. Mir hat's richtig Spaß gemacht heute wieder. Wenn man drin ist bei GTA, dann fluppt es auch. Ihr kennt es ja, wenn man drin ist, dann fluppt es. Ja, vor allem, ich aber bis das man auch. Bis man reinkommt, braucht man Schuhanzieher. Ihr kennt's ja. Hier kommt doch kein Fahrzeug hoch, diesen Scheiß. Wo gehst du hin, Mann? Hier kannst du doch einfach den Leiter hoch. Mehr Geld. Was? Komm her. Echt? Ja. Okay, warte. Ich würde sagen, wir machen dann auch in der nächsten Folge weiter, ne? Für diese Folge haben wir erstmal genug Action gehabt. Da ist der Ameisen-Wichser. Och, Alter. Der wirft die ganze Zeit seine scheiß verfickten Bomben und damit kriegt er uns auch einen Passivmodus. Den müssten wir eigentlich allesamt melden, ganz ernsthaft. Welchen Sinn hat ein Passivmodus sonst? Wir machen den in der nächsten Folge so richtig platt. Ja, hab ich gesehen, das klappt gut. Ja, ich hab den auch ein paar Mal erschossen. Da! Siehst du, klappt super. Hast du gesehen? Heideltraut. Ja, ein Hoch auf die Heideltraut. Ach, da hinten ist die Leiter, Alter. Ich weiß, wie man die Muschi kraut. Ise, was den hast du gefressen, ne? Den hast du gefressen. Ich meine aber die Katzen. Ja, ich weiß. Du bist ja so eine Katzenlady, ja? Heideltraut. Der Tobi nimmt diesen verkackten Wohnwagen. Ich nehme den Heisenberg-Wohnwagen. Ja, das ist echt der Heisenberg-Wohnwagen. Alter, jetzt lass mir mal in Ruhe. Komm, wir machen eine Meth-Küche, Alter. Auf geht's, komm. Pass auf, in der nächsten Folge. Du bist ein richtiger Meth-Diener. Fahren wir alle zusammen mit dem Wohnwagen, oder? Das wäre doch mal geil. Wir fahren doch mal ein bisschen hier durch. Ja, genau, Welt, wir machen eine kleine Hippie-Runde. Genau. Also, ja, Leute, ich höre auch schon Reggae-Mucke. Oh Mann. Dann so, Freunde. Ich mal sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge und dann. Nee. Ich wird drastisch aufgeräumt. Mit euch nicht mehr, ihr kleinen Kackbuch. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis auf Sarazar, der ist raus. Tschüss. Nein. Ciao.
Nein. Ciao. Nein. Ciao. Nein, nicht schon wieder. Tschüss. Ja, liebe Freunde, die kleine Hippie-Tour geht dann in der nächsten Episode alter weiter. Schwede, ey, alter Schwede, so locker drauf, ich bin grad voll durch, ey, ja. Ich würde sagen, nach dieser Folge verlassen wir erstmal den Server und suchen uns einen anderen. Dann ja, geht's genau, gleich wieder weiter. 2,5 Stunden. Genau, das ist einfach eine super Sache. Tolle Sache. Wir wünschen euch noch einen super Tag. Ciao. Tschüss.